Der Berliner Busfahrer Joachim Radke demonstriert mit Pegida gegen die angebliche Lügenpresse. Auch Vera Lengsfeld, die ehemalige CDU-Politikerin, kritisiert die Journalisten. Die Arroganz unserer medialen Elite ist kaum zu toppen. Sascha Lobo, der Blogger und Internet-Experte, warnt vor Propagandalügen bei Facebook und Co. Schimpfkanonaden und Gewalt gegen die Presse bei den Dresdner Pegida-Demonstrationen. Friedlicher, aber ebenso entschieden zeigt sich andernorts das Misstrauen gegen Medien. Im Moment weiß ich nicht, ob die Berichterstattung immer so objektiv ist. Weil uns Dinge erzählt werden, die glaube ich, so nicht stimmen. Was für Dinge? Ja, politisch, in allen möglichen Richtungen, würde ich sagen. Es wird immer versucht, Einfluss zu nehmen in eine Richtung. Und das ist also nicht mehr so die Neutralität, die man als Bürger haben möchte. Ich denke, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen, dass bestimmte Dinge, die passieren, nicht offen berichtet werden. Für unseren Gast Joachim Radke ist klar, die Berichterstattung wirkt gesteuert und das Fernsehen gleichgeschaltet. Herr Radke, herzlich willkommen. Sie sind uns aufgefallen, weil Sie tatsächlich den Kollegen vom Monitor auch genau mit diesen Dingen ein Interview gegeben haben. Wann oder seit wann haben Sie denn das Gefühl, dass die Berichterstattung nicht mehr so läuft, wie Sie das gerne sehen würden? Ja, zunächst geht es erstmal nicht nur mir so, denke ich, sondern Hunderttausende, Millionen Menschen im Land. Da stehe ich sicher nicht alleine. Und ich denke mal, das ging ungefähr so vor 6 Jahren nach 2010 ungefähr los, dass man das Gefühl hatte, es ging erstmal über die Parteien, dass sich das immer mehr egalisierte und sich eine Einheitsmeinung rausgebildet hat. Man konnte wirklich bloß noch partiell Unterschiede sehen aus meiner Sicht. Und sicher, die Grünen werden sich mehr um die Umweltthemen kümmern, die Linkspartei mehr um die sozialen Themen mit der SPD, die CDU war dann mehr so die konservative Seite. Aber in gewissen Fragen, wie dann nachher die EU-Politik denn aufkam, wo denn die ersten Zweifel daran kamen, war es dann doch so, dass da auf einmal alle aus einem Rohr gesprochen haben. Die Euro-Geschichte. Und das ging dann natürlich auch über die Medien. Und da hat man festgestellt, es fehlt eigentlich wirklich im Wesentlichen die Kritik daran. Aber das finde ich interessant, was Sie sagen. Sie haben nämlich gesagt, es beginnt in dem Moment, in dem wir politisch gar keine sozusagen klare Meinungen mehr haben, sondern alles ein Brei wird. Also die CDU ist nicht mehr die klare CDU, sondern wird durch Frau Merkel sehr in die Mitte gebracht. Die SPD ist nicht mehr die Partei, die einfach klare Positionen vertritt, sondern auch wischiwaschi ist. Das finde ich sehr interessant. Das heißt, Ihnen fehlt grundsätzlich die klare Position, nicht nur in den Medien, sondern in der Gesellschaft. Die Differenzierung fehlt mir. Die Differenzierung zwischen den Parteien. Das ist für mich alles mehr oder weniger jetzt doch ziemlich zusammengerückt. Und die CDU ist aus meiner Sicht nicht bloß in die Mitte gerückt, sondern links der Mitte gerückt. Damit ist ein Vakuum, wenn ich das mal sagen darf, entstanden auf der rechten Seite der Mitte. Und dieses Vakuum hat dann 2013 mit der Gründung der AfD auf einmal eine Ausfüllung bekommen, die für mich persönlich das Gefühl erzeugt hat, es hat jemand das Fenster aufgestoßen und dieser Mief, der Einheitsmief ist auf einmal raus und es ist eine neue Alternative entstanden. Sie haben ja auch, Sie sind Busfahrer in Berlin, Sie sind mittlerweile Mitglied auch der AfD und Sie sind bei Pegida mit marschiert. Haben Sie bei der Berichterstattung über eben, also den Euro haben Sie ja schon gesagt, das war sozusagen einheitlich, was wiedergegeben wurde. Auch die Berichterstattung über Pegida, war das auch so, dass Sie gesagt haben, Lügenpresse? Darf ich erst mal darum bitten, dass Sie beachten, dass ich nicht marschiert bin? Das ist nicht, da geht es nämlich schon mal los. Ne? Und zwar... Wenn man auf Demonstrationen geht, kann man marschieren. Das sind Demonstrationen, denen ich nicht unbedingt folgen würde. Ich bin da doch mehr für den gemächlichen Schritt und nutze auch die Gelegenheiten, mit den
anderen Mitdemonstranten, wenn man so sagen darf. Ich habe früher selber demonstriert. Ich nehme es Ihnen insoweit nicht übel. Aber es ist ein typischer Ausdruck, der von den Medien verwandt wird und der gleichzeitig einen diskreditierenden Touch hat, bis hin, dass man das auch in eine nicht so schöne Zeit unserer Geschichte überspielen kann. Habe ich jetzt so nicht gemeint, aber ich verstehe den Einwand. Da möchte ich mich gegen persönlich verwarnen. Und werde jetzt sagen, Sie sind also mitgelaufen, aber was mich wirklich interessiert ist, wenn Sie Lügenpresse sagen, meinen Sie damit tatsächlich, dass die Gesamtheit der Presse lügt? Die Lügenpresse, das Wort ist ein Schlagwort. Das muss man differenzieren und aufsplitten. Da sehe ich zum Beispiel einen großen Teil Realität, der berichtet wird, selbstverständlich, der allergrößte Teil. Was die Sache dann schwieriger macht, ist, dass auch Halbwahrheiten untergemischt werden, bis hin zu Unwahrheiten. Weiterhin wird dann tendenziell berichtet und daraus ergibt sich dann letztendlich, dass man das Gefühl hat, dass da eine Meinungsmanipulation stattfindet. Und ich sage mal, es gibt Menschen, die spüren das vielleicht etwas früher, es gibt Menschen, die spüren es etwas später und es gibt Menschen, die spüren es nie. Also ich finde eins interessant. Erstmal sagen Sie, im Großen und Ganzen wird die Realität abgebildet. Dann gibt es Dinge, wo Sie sagen, da werden Tendenzen abgebildet. Und dann gibt es auch Unwahrheiten. Haben Sie Beispiele dafür? Absolut. Also ich hätte ein Beispiel dafür. Aber erstmal noch Herr Radke und dann Sie. Herr Radke erst. Also nehmen wir mal, weil Frau Maischberger fragte nach Halbwahrheiten erstmal bei Pegida. Ne? Da nehme ich immer auf jeden Fall, was mir sofort einfällt, ist dieser berühmt-berüchtigte Galgen. Es wäre natürlich jetzt vermessen zu sagen, es war eine Lüge, denn der Galgen war definitiv da. Der bestimmt war, ich glaube, für Merkel und für Gabriel. Fragen Sie mich nicht, ich habe ihn nicht angefertigt. Aber es standen irgendwelche Zettel da dran. Wir stellen fest, es war eine Einzelperson gewesen bei Pegida, der diesen Galgen führte. Wir stellen fest, Kameras waren um diesen Galgen rum. Ich war bei dieser Demo dabei, stand vielleicht ungefähr, wenn man es später in den Medienberichten sehen konnte, circa 15 Meter links von diesen ominösen Galgen, habe ihn aber selber überhaupt nicht wahrgenommen, selbst aus der Entfernung. Es ist, hat sich nachher herausgestellt, ein Lattenjurist gewesen von 3 x 5 cm in 1,20 Meter Höhe, wo diesen bestimmten Zettel mit diesen Namen da drauf standen. Und die Kameras waren so positioniert, man sah es von unten hoch gefilmt, dass dieser Galgen aussah, also das hätte der französischen Revolution wirklich Ehre getan. Also so muss man es mal sagen. Er war vollkommen praktisch demonstrativ so dargestellt worden und gleich abends in der Tagesschau. Zusätzlich. Aber es gab ihn. Es gab ihn unstrittig. Ja, aber es gab zeitgleich den Galgen bei der TTIP, der gerollt werden musste, so groß war er. Und ebenso, das war nicht der ebenso thematisiert worden ist. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen dazwischen gehen und diese Opferinszenierung, diese Selbstopferinszenierung von Herrn Radke durchbrechen. Das erste Mal. Aber Sie tun halt so. Das ist ja auch ein ganz klassisches rechtes Narrativ. Wir sind die Opfer, wir müssen endlich zurückschlagen. Das Problem, was das hat er überhaupt nicht gesagt. Zum einen haben wir hier, wenn Sie von Gleichschaltung reden, dann wissen Sie, glaube ich, nicht, was das bedeutet. Wurde über die Flüchtlingskrise im letzten Jahr zu positiv berichtet? Als wäre es ein Sommermärchen voller Wir schaffen das Euphorie? Ein Team der renommierten Hamburg Media School wertete jetzt zehntausende Medienberichte zur Flüchtlingspolitik aus. Das Ergebnis? 82% aller Beiträge hätten die Flüchtlingsthematik positiv dargestellt. 12% seien rein berichtend, nur 6% hätten die Flüchtlingspolitik problematisiert. Als die Flüchtlingszahl im Herbst dramatisch anstieg, als dann Hunderttausende Nordafrikaner, Araber, Afghanen und dazwischen syrische Flüchtlinge vor unseren Türen standen, da entdeckten sehr viele hilfswillige Deutsche, dass diese Realität ganz anders ausschaut als die, die von den Medien vorgezeichnet worden war. Viele Menschen reagierten frustriert und bestraften die Journalisten mit Vertrauensverlust, sagt der Studienleiter Professor Michael Haller. Michael Haller, selbst jahrelang Zeit- und Spiegel-Journalist, eine Koryphäe eigentlich auf seinem Gebiet. Wenn der sagt, 82% der Berichte waren positiv, dann scheint ja darin begründet zu sein, dass Herr Radke recht hat. Sie haben etwas berichtet, was an der Realität, die die Menschen erlebt haben, völlig vorbeiging. Die Frage ist aber tatsächlich, warum so viele
Kollegen offensichtlich positiv berichtet haben. Herr Lowe, haben Sie darauf eine Antwort, warum so viele Journalisten, jetzt sage ich mal, unvorsichtig euphorisch berichtet haben? Ich würde nicht euphorisch sagen, aber ich würde schon sagen froh. Und natürlich muss man in dem Kontext sehen, dass auch Journalisten so eine Empfindung haben für die Gesellschaft zum einen und zum zweiten auch Kinder ihrer Zeit sind. Und in dem Moment war in Deutschland, nach dem, was ich in meinem Umfeld gesehen habe, das zählt vielleicht nicht so sehr, aber auch in dem, was ich in sozialen Medien, die habe ich sehr intensiv beobachtet, gesehen habe, da war eine allgemeine Freude darüber, dass in einem Land mit der Geschichte von Deutschland Kriegsflüchtlinge, ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge, gleichzeitig hat man die Bilder aus Aleppo gesehen, ganz offensichtliche Kriegsflüchtlinge positiv begrüßt werden können. Und die Freude darüber kann ich nachvollziehen. Berichte sind deshalb so, weil die Mehrheit der Journalisten grün oder links eingestellt ist. Das heißt, die fanden eine Situation vor, die sie gut fanden. Und deshalb haben sie gesagt, toll, wir finden es toll. Ja, das ist ja nun ein offenes Geheimnis. Es gibt mehrere Studien darüber, dass die Journalisten mich mehrheitlich grün links verorten. Das ist weit über die Hälfte, fast an die 80%, selbst in der Welt, dem Flaggschiff des konservativen Journalismus, die sie mal war, sind inzwischen über um die 40% Journalisten, die sich grün verorten. Ja. Ja, das stimmt und das wäre an sich kein Problem, wenn sie ihr Handwerk ordentlich machen würden und würden die professionelle Distanz zu den Ereignissen. Und das haben sie verloren bei den Flüchtlingen, glauben Sie? Das ist bei der Berichterstattung aus meiner Sicht verloren gegangen. Und nicht normal fand ich, dass die Kritiker, die es auch gab, auch schon in einer sehr frühen Zeit, ich erinnere an Professor Barbarowski, dann sofort als Nazi bezeichnet worden sind. Gerade zu DDR-Zeiten, weil ich zu dem Zeitpunkt noch DDR-Bürger war, hat im Prinzip diese ARD, ZDF, was wir ja in Berlin empfangen konnten, Dresden wurde es ein bisschen schwieriger, genau diese Rolle gespielt, positiverweise, die jetzt die Netzmedien spielen. Das kann man aber wahrscheinlich nur verstehen, wenn man beide Systeme erlebt haben. Wir haben aus meiner Sicht diese Gleichschaltung damals erlebt bei Aktuelle Kamera, erste, zweite Programm Ostfernsehen, Radioprogramme, sämtliche Printmedien, alles gleichgeschaltet. Nicht so krass, wie es heute ist, muss ich natürlich sagen. Man muss immer differenzieren. Und man hat dankbar aufgenommen, dass man die Möglichkeit hatte, die Fernbedienung umzuschalten und auf ARD und ZDF sich die Gegenmeinung zu holen. Herr Lobo, Moment. Ich habe mir aus beiden eine neutrale Meinung gebildet. Ja. Ich habe nicht unvoreingenommen dem Westmedien geglaubt und schon gar nicht den Ostmedien. Und genauso, Herr Lobo, mache ich das heute auch. Das heißt, ich werde nach wie vor ARD und ZDF und auch private Sender, die auch mal sehr gute Sachen bringen, ja, was politische Dinge angeht, werde ich mir anhören, ansehen, für mich werten, werde aber auch gleichzeitig ins Netz gehen, ob es Tischis Einblick ist, ob es Ach gut ist, ob es Junge Freiheit ist, gucken ob es Jung und Naiv ist. Es gibt da viele Beispiele, wo man sich praktisch alternativ informieren kann. Das Wichtigste ist, dass man weder den einen noch den anderen unhinterfragt alles glaubt, sondern für sich selber persönlich aus den Erlebnissen, die man hat und die man praktisch... Finde ich aber sehr gut. So. Genau, ich das sehe ich. Ich, aber mal, ich habe mich jetzt nicht in eine Opferrolle begeben. Ich möchte hier mal ganz kurz, weil sonst ich quasi platze. Haben Sie hier ernsthaft gerade im deutschen Fernsehen behauptet, die Gleichschaltung heute sei krasser gewesen als in der DDR? War das also, ich habe gesagt, es ist nicht so schlimm, wie es damals in der DDR war. Okay, dann habe ich ja das als Frage richtig formuliert. Aber trotzdem würde ich Sie wirklich bitten, noch mal einfach auf Wikipedia, Sie sind ja großer Fan des Internet, nachzulesen, was Gleichschaltung wirklich bedeutet. Und dieses Wort, das im Nationalsozialismus geprägt worden ist, eine Idee bedächtiger zu verwenden und vielleicht nicht so mit dem Salzstreuer, ebenso wie Lügenpresse, das kann man genauso sagen. Fangen Sie doch mal an zu begreifen, dass Sie hier vor einem Millionenpublikum sitzen und ernsthaft die Geschichte erzählen, dass diese Gleichschaltung Ihre Meinung unterdrückt. Fangen Sie doch mal an zu merken, was das für eine Widersinnigkeit sich in sich darstellt. Es kann doch nicht sein, dass Sie das nicht begreifen. Vielleicht sollten Sie mal merken, dass Sie sich permanent versuchen, intellektuell zu überhöhen. Ja, also das ist mein Eindruck, den ich bei Ihnen habe. Und ich sage,
kann ihn natürlich haben auch meine Schwäche sofort erkannt. Das ist gut. Und ich möchte Ihnen natürlich auch antworten. Und zwar, wo Sie sagen, wo nehme ich denn die Gleichschaltung her? Oder zumindest die Tendenz dahin. Dann nehmen wir mal zum Beispiel die Berichterstattung über Russland und über die USA. Und sagen wir mal, jeder, der ein bisschen wirklich aus einer Mitte raus sieht, der sieht, dass doch Putin, Russland bedeutend, sagen wir mal, schlechter dargestellt wird, als es die USA Sie glauben, dass Sie die Mitte sind? Moment, ich denke schon, dass ich die Mitte der Gesellschaft darstelle. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie in mir einen Rechtsextremen erkennen können. Das finde ich mutig. Ich weiß, dass Sie jeden Pegida-Spaziergänger, sage ich mal, als Latent-Nazi erkennen. Latenz. Umso besser. Und dass praktisch die Sache nämlich so ist, dass ich der Meinung bin, dass man nicht etwas... Sie haben sich so herrlich ausgedrückt, dass Sie praktisch andere Meinungen unterdrücken wollen, indem Sie sie bekämpfen mit durch... Ich finde, ich muss jetzt mal an einer Stelle... Das wollen Sie mal... An einer Stelle muss ich jetzt Zitat entgleitet Ihnen mal. Ja, das entgleitet mir. Ich müsste noch mal nachgucken. Darf ich die beiden Herren... Ich finde, ich glaube, dass die Emotionen, die sind natürlich da, wenn Sie gleichgeschaltet sagen und Lügenpresse, das sind Begriffe, die gerade eben zuletzt in den Diktaturen verwendet worden sind. Deswegen ist Herr Lobo provoziert und Herr Lobo wiederum hat in der Tat die Pegidisten als Latenz-Nazis bezeichnet. Also wir nehmen das jetzt einmal so hin, aber die Objektivierung vielleicht, Herr Vogel, können Sie uns da wieder helfen? Ich finde es an dem Beispiel Russland ja nicht schlecht. Ja, ja. Wenn aber man die das Frage ist, ob Sie wirklich ernsthaft meinen, dass die deutsche Medienlandschaft sozusagen von der NATO oder von den USA ferngesteuert wäre, um sozusagen gegen Putin in Schach zu bringen. Das habe ich nicht behauptet. Nein, nein, aber gerade war ja ich habe gesagt, ich stelle es fest. Ja, ich habe doch nachgefragt, Frau Lengsfeld. Vielleicht darf ich das nachfragen, ob er da... Das ist ja in Ordnung, dagegen gibt es nicht auch nichts zu sagen. Wer schaltet denn die deutsche Medienlandschaft gleich? Wenn ich das wüsste... dann würde ich wahrscheinlich in einer ganz anderen Position hier sitzen. Vermutung? Ich kann nur sagen, was ich feststelle. Ich bin Zuschauer bzw. Konsument der Medien und ich stelle fest, dass zum Beispiel beim Wahlkampf Trump-Clinton eine eindeutige Positionierung zu Clinton stattgefunden hat. Da wurden Banalitäten von Haar und was weiß ich. Wir sind am Ende dieser Sendung. Ich würde gerne mit Ihnen weiterreden, würde gerne zwei Kommentare aus Facebook trotzdem noch zu Wort kommen lassen. Der eine betrifft mich persönlich, kommt von Wolfgang Gall, wenn ich das richtig lese, Frau Maischberger benutzt. Der Linken das Wort, für die Linke das Wort demonstrieren. Konservative marschieren natürlich, das ist die Terminologie der Systempresse. Habe ich schon kommentiert. Ich meinte marschieren, ehrlich gesagt, ziemlich neutral. Wenn Sie es anders gelesen haben, tut es mir leid, so war es nicht gemeint. Ich bin früher auch marschiert. Und Matthias Förster sagt, deutsche Medien sind mittlerweile dermaßen political correct, dass einem schwindlig wird. Und political correctness ist bekanntlich die bucklige Verwandte der Lüge.